Was geht, Leute? Ich bin der Glückliche. Ich wurde auserwählt als Chips-Tester 2021 von Funny Frisch. Drei Sorten gibt es zur Auswahl. Ich werde alle jeweils in einem Video probieren, dann meine Meinung dazu abgeben, welche am besten ist, stimme ich ab. Und hoffentlich wird diese Sorte dann auch ins Sortiment aufgenommen. Die hole ich hier mal aus meinem Beutel. Smoky Barbecue Style. Oh yeah. Habe ich auf jeden Fall schon Bock drauf. Barbecue, das kenne ich ja von den Crunch Chips, die Sorte. So eine Art Sorte ist das, und zwar Western Style. Bin ich mal gespannt, ob das so ähnlich schmecken wird. Jetzt hier abstimmen. Hier ist der QR-Code. QR-Code. Ach, die Luft ist immer wieder schön. Der Geruchstest. Boah, das riecht schon richtig geil. Kennt ihr diese Soßen? Immer diese Western, diese Barbecue-Soßen. Ist jetzt egal, ob von den billig Eigenmarken oder sowas, aber die sind immer geil, die man immer zum Grillen dazu isst. Ah, oh, riecht richtig geil. Gleich mal eine probieren. Schmeckt richtig geil. Hat so ein bisschen rauchigen Geschmack, ist aber nicht zu scharf. Hat wirklich diesen typischen Barbecue-Geschmack mit dieser rauchigen Note. Man merkt so richtig das Gewürz. Also wenn man mehrere davon gegessen hat, deswegen habe ich jetzt auch ein paar davon gegessen. Schmecken richtig geil. Schön knusprig. Knusper, knabber, knackig, frisch. Funny frisch, ja. Werbeslogan, Werbung unbezahlt. Schmecken schon mal richtig geil. Also ich bin mal gespannt, wie die anderen zwei Sorten abschneiden werden, ob die das übertreffen können. Aber was ich hier schon probiere, schmeckt richtig geil. Oh, fett. Mit cooler, rauchiger Note gebe ich auf jeden Fall, ja, eine 9 von 10, würde ich sagen. Ja, 10 von 10, nicht ganz. 9 von 10, 9 von 10 ist eine gute Bewertung. Schmeckt richtig geil. Schmeckt mega. Kann man essen. Hier nochmal ein Chips. Oder ein Chip. Na, ein bisschen scharf stellen. Aber schmeckt richtig geil. Ist schon mal ein Favorit. Aber wir werden die anderen auch noch probieren. Und dann werden wir ja sehen, wie es ausgeht. Also, wir sehen uns beim nächsten Funny Frisch. Oder beim nächsten normalen Video. Also, bis dahin. Ciao.